Wie ist denn die Lage in Gaza aktuell? Ich meine, der Krieg, der geht jetzt seit Oktober letzten Jahres und auch vorher war die Versorgungslage ja alles andere als gut. Welche Auswirkungen hat diese mittlerweile 10 Monate andauernde Konflikt jetzt ja auf die Menschen in Gaza? Ja, ich glaube, das, was wir alle so mitgekriegt haben in den letzten Wochen, ist jetzt ja auch die aktuelle, nennen wir es mal, Friedensmission im Sinne der Polio-Impfung, die ja im Gazastreifen stattfindet, weil da ja die ersten Fälle von Kinderlähmung aufgetreten sind. Das ist mal, um was Positives zu nennen vielleicht. Nichtsdestotrotz ist die Lage unten in Gaza immer noch prekär. Hilfslieferungen kommen wenig bis keine rein. Es wird immer mehr restrikt ausgeübt auf die entsprechenden vor den Grenzen befindlichen LKWs, die ja wochenlang quasi geprüft werden, ob da nicht eventuell irgendwas geschmuggelt werden könnte. Und dann sieht man ja auch dann, wenn man sich ein bisschen weiter informiert, kilometerlange Schlangen von LKWs, die vor der Grenze stehen und eben nicht durchgelassen werden, eben weil die Israelis am Grenzübergang Kerem Shalom, da wird das ja gemacht, quasi der Umschlagplatz ist und da wird dann halt kontrolliert ohne Ende. Und das sorgt natürlich nicht nur für massiven Rückstau, sondern tatsächlich auch, dass die Hilfe, die schon da ist und die theoretisch ja dann relativ leicht in den Gazastreifen reinfahren könnte, eben nicht reinfahren kann. Und die Ja, und dann hast du Auswirkungen halt eine davon, Situation. also du hast es gerade schon gesagt, dass sich Polio verbreitet, das ist ja, weil die Wasserversorgung zusammengebrochen ist. Solche Krankheiten breiten sich aus, wenn die Menschen keinen Zugang mehr zu einer Abwasserversorgung haben und sich dann, ja, solche Krankheitserreger eben leichter ausbreiten können. Und das Immunsystem der Leute ist natürlich auch dadurch geschwächt, dass mittlerweile 100% der Bevölkerung in Gaza unter Hunger leiden. Im Gazastreifen kommen schlicht und ergreifend zu wenige Nahrungsmittel an. Jetzt eigentlich schon seit Beginn dieses Krieges. Ich meine, da gab es ja zwischenzeitlich mal einen Waffenstillstand, wo ein paar mehr Nahrungsmittel reingekommen sind, aber das hat ja nicht mal im Ansatz gereicht. Ja, da ist jetzt auch schon wieder viele, viele Monate her, dass es das gab. Aber ja, es ist ein einziges Desaster. Es wird mit jedem Tag schlimmer. Es gibt jetzt schon Berichte über Babys, die mit Fehlbildungen geboren werden, weil die Mütter eben während der Schwangerschaft nicht genug Nahrung bekommen haben. Also es ist eine einzige Katastrophe, was da passiert. Und man muss es sagen, diese Katastrophe, die passiert halt, weil Israel dort diesen Krieg führt, weil Israel jedes Verhandlungsangebot der Hamas zurückgewiesen hat und weil Israel sich weigert, einem Waffenstillstand zuzustimmen. Genau, und das wird ja ganz oft dann immer von Menschen anders dargestellt, die eher Richtung Israel tendieren, um das vorsichtig auszudrücken. Also es gibt keinen Hunger, es gibt keine Krankheiten und vor allem es gibt genug zu essen, was ja eigentlich schon widerwärtig genug ist. Fakt ist, dass eben durch diese massive Versorgungseinschränkungen, die du momentan hast, die auch vorher schon da war, die aber jetzt eben durch diesen, nennen wir es mal, Krieg noch weiter forciert worden ist, tatsächlich Menschen am, ja nicht am Existenzminimum lagen, sondern darunter. Es wird berichtet, dass teilweise Menschen Gras essen müssen, weil eben nichts anderes da ist. Hinzu kommt die zerstörte Infrastruktur, die dafür sorgt, dass A, kein Strom da ist, um irgendwas aufzubereiten und B, die Wasserversorgung, wie du es ja auch schon angesprochen hast, zusammenbricht, weil auch eben die Entsalzungsanlagen völlig überlastet sind, waren sie auch vorher schon. Und wenn du das Wasser nicht entsalzen kannst, dann hast du eine gewisse Salinität, das hatte ich in dem Video auch erzählt, die eben dafür sorgt, dass das Wasser, was sowieso schon schwer genießbar war, eben noch ungenießbarer wird und versalzener wird. Und dadurch führst du halt dem Körper kein vernünftiges Wasser zu. Und durch diesen hohen Salzanteil kann es sogar sein, dass der Körper von innen dehydriert, weil das Salz eben dafür sorgt, dass die Reste im Körper, die du hast, quasi aufgebraucht werden, um das jetzt mal nicht medizinisch fachlich auszudrücken. Das sorgt dann noch weiter dafür, dass du schwächer wirst, dass die Abwehrkräfte nicht mehr da sind und dass du dann quasi elendig verdurstest oder sogar verhungerst, je nachdem, Ja. was zuerst eintritt. Und diese humanitären Bedingungen, die Israel da im Gazastreifen verursacht hat, die sind auch Teil des Hauptvorwurfs des Völkermordes, der ja gerade vor dem Internationalen Gerichtshof verhandelt wird. Also der Hauptvorwurf sind nicht mal die rund 40.000 Menschen, die mittlerweile durch Kampfhandlungen und Bombardements gestorben sind, also wo man wirklich die Namen kennt. Also das ist wirklich absolute Minimalschätzung der Totenzahlen. Wie gesagt, diese ganzen Toten, die beispielsweise irgendwo verhungert sind und wo keiner weiß, wo die sind, die tauchen in dieser Statistik überhaupt nicht auf. Also die realen Totenzahlen sind nochmal viel, viel höher. Aber alleine, wie gesagt, durch Bombardements, durch Kampfhandlungen schon 40.000 Tote. Und diese Bedingungen, die kosten jeden Tag Menschenleben. Keiner kann beziffern, wie viele genau. Das werden wir nach Ende dieses Krieges sehen. Und da wird man wohl
eine wahrscheinlich sehr, sehr böse Überraschung erleben, wenn dieser Krieg irgendwann endet und man dann sieht, wie wenig Menschen in Gaza dann, also wie viele Menschen in Gaza dann gestorben sind. Da war ja vor Kriegsbeginn eine Bevölkerung von über 2 Millionen. Also das sieht gar nicht gut aus. Ja, ich verweise da immer ganz gerne auf die Studie vom Lancet. Das ist ja ein relativ renommiertes, seriöses medizinisches Fachjournal, hätte ich jetzt gesagt. Die haben ja so eine Art Studie durchgeführt, auch unter Peer-Review-Bedingungen. Also das ist jetzt tatsächlich was, worauf man sich beziehen kann, wenn man über die Zahlen sprechen will. Dadurch, dass Israel jegliche Hilfe der Räumung, Möglichkeit der Bergung und generell überhaupt Verschüttung und Schutt wegräumen verhindert, weil sie eben sagen, wir sind aktuell noch in einem militärischen Einsatz, ist zu gefährlich, geht nicht, können wir nicht, Hamas ist überall, kriegst du ja gar nicht die ganzen Toten wirklich mit. Die sind ja sehr wahrscheinlich noch unter dem ganzen Schutt, unter den ganzen zerstörten Gebäuden vergraben. Und die werden erst am Ende des Krieges, wenn alles aufgeräumt wird und neu aufgebaut wird, ans Tageslicht kommen. Das heißt, die müsstest du hinzufügen. Und dann gibt es ja noch passive Auswirkungen auf Menschen, die jetzt nicht durch direkte Kampfhandlungen sterben, sondern durch Kampfhandlungen ausgelöste passive oder spätere Folgen des Krieges. Das muss ja nicht sofort passieren. Das kann ja auch in 2, 3 Wochen oder in 3 Monaten passieren. Ja, also wie gesagt, die haben ja gesagt, 186.000 tote Menschen in Gaza könnten rumkommen, wenn alles mal aufgeräumt und aufgearbeitet ist und neu aufgebaut ist und tatsächlich man auch die Leichen geborgen hat. Es ist ja mittlerweile so, dass viele Menschen tot an diesen Stellen ankommen, in den Krankenhäusern, die noch funktionieren oder wo überhaupt noch irgendwelche Krankenschwestern oder Ärzte Menschen versorgen. Und das sind ja dann indirekte Folgen des Krieges. Es ist ja jetzt nicht so, dass es dann jemand gewesen ist, der eine Bombe abgeworfen hat oder so, sondern das sind diese passiven Geschichten. Oder wenn ein Haus zusammenbricht und du wirst halt darunter begraben und stirbst, dann ist das auch eine indirekte Folge des Krieges. Und wir werden halt, wenn das vorbei ist, ich hoffe bald, sehen, wie viele echte Opfer unter den Trümmern liegen. Es wird ja immer ganz gerne verschwiegen oder verschleiert oder Diskurs verschoben, wie viele Menschen da wirklich gestorben sind. Und es gibt ja dann auch ganz eklige Menschen, die dann sagen, das ist gar nicht die Definition von Völkermord, sondern die Definition von Völkermord, rechtlich gesehen, ist ja eigentlich die Intention. Mit welcher Intention versuchst du zu lernen? Ja, das ist die Intention. Es reicht, wenn Politiker wie Ben-Gvir oder auch Smotrich die Ausschüttung von Gas fordern, zum Beispiel, das wäre eine Intention zum Völkermord. Ganz einfach. Da muss man eigentlich gar nicht drüber diskutieren. Bevor du jetzt rausgefunden, muss ich nicht was das sagen. Wird mir bestimmt noch einfallen gleich. Jo, das fällt uns bestimmt noch ein. Wir haben gerade versucht, das darzustellen, da ja, wie gesagt, das Verfahren wegen Genozid vor dem IGH gerade läuft. Ja. Und das ist ja immer das Argument, mit dem Verteidiger der israelischen Regierung das versuchen zu relativieren. Ja, das Verfahren läuft doch noch. Israel ist ja noch nicht verurteilt. Und solange es noch nicht verurteilt ist, kann man noch nicht von Völkermord sprechen. Das sind gefährliche antisemitische Fake News, wenn man das behauptet. Ja, es ist ja sogar noch schlimmer. Es wird ja gesagt, dass der IGH den Völkermord schon komplett ausgesprochen hat, also ausgeschlossen hat, dass es gar kein Völkermord ist und dass man die entsprechende Entscheidung des IGH genauso verstehen kann. Und das ist ja gar nicht so. Der IGH hat geprüft, ob die in der südafrikanischen Klage vorgebrachten Tatsachenbehauptungen plausibel sind und ob man das in die Richtung Völkermord untersuchen können soll. Und genau das passiert jetzt. Weil wenn du jetzt dich auf die Seite stellst, dass du sagst, das ist kein Völkermord, das ist eindeutig, dann wäre die Entscheidung des IGH eigentlich gewesen, die Klage von Südafrika komplett abzulehnen. Weil dann brauchst du keine Untersuchung, wenn das so eindeutig ist. Fakt ist, es wird eine Untersuchung geben, das wird Jahre dauern, vielleicht 10 Jahre, vielleicht 15 Jahre. Aber am Ende dieser Zeit wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eine Art Völkermord stehen, wie er auch immer aussieht. Ja, dazu kommt ja noch, dass der IGH sogar geurteilt hat, also Südafrika hat da ja so eine einstweilige Verfügung verlangt, da hat der IGH geurteilt,
Wir sagen, also Israel muss die Bedingungen dafür schaffen, dass es keinen Völkermord gibt. Also beispielsweise die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen. Das hat Israel bis heute nicht getan. Der IGH hat dann auch bei der Rafah-Offensive, die dann stattfand, explizit gesagt, die ist rechtswidrig, die darf nicht stattfinden. Israel hat diese Offensive trotzdem durchgezogen, sind auch zahlreiche Zivilisten beigestorben. Also es ist so, dass der IGH Dinge anordnet und Israel das dann komplett ignoriert. Also der IGH, der hat Israel noch nicht verurteilt, das ist richtig, aber er hat einstweilige Anordnungen erlassen, die von Israel nicht umgesetzt wurden. Das hat immer die Herausforderung, dass Israel den IGH nicht anerkennt und dann sagt, egal was die da entscheiden und machen, zwingen können sie uns ja sowieso nicht, weil es fehlt einfach die Durchsetzung. Also die können ganz viel entscheiden, die können ganz viele Sachen machen und urteilen, aber es fehlt halt eine Instanz, die das dann notfalls per Zwang durchsetzt. Und die gibt es halt nicht. Das ist halt das Problem. Und solange das so ist, wird auch Israel keinen Finger krümmen, das in irgendeiner Weise umzusetzen. Parallel dazu ist ja die USA noch mit Veto-Hand dahinter. Das heißt, selbst wenn es eine Resolution gibt, kann die USA sagen, wir sind eine Veto-Macht und wir stellen uns jetzt dagegen und dann passiert einfach nichts. Weil theoretisch müsstest du ja in dem UN-Sicherheitsrat anrufen und der Sicherheitsrat könnte das dann mit militärischer Gewalt durchsetzen. Aber da ist die USA halt als Vetomacht drin und die USA sagt einfach nein und dann ist das erledigt. Ja, du hast es gerade schon richtig beschrieben. Der UN-Sicherheitsrat, der hat ja mit dem IGH wenig zu tun. Das sind zwar beides Institutionen der UN. Beim UN-Sicherheitsrat, da haben halt die 5 Vetomächte letztlich alles zu sagen. Die können alles blockieren, wenn sie wollen. Das heißt, wenn die 5 sich einig sind, dann passiert was wahrscheinlich. Wenn einer der 5 gegen irgendwas ist, dann passiert das nicht. Und so ist das halt im Gaza-Krieg. Da sind den USA ziemlich fest hinter Israel und auch Großbritannien und Frankreich sind tendenziell mit Israel verbündet, auch wenn die immer mehr die Geduld verlieren, wenn man sich die aktuelle israelische Kriegsführung ansieht. Und selbst die US-Administration war ja, um es vorsichtig zu formulieren, nicht sonderlich begeistert von der völligen Ignoranz der israelischen Regierung von jeglichem internationalen Recht und humanitärem Völkerrecht. Das habe ich ja auch ganz oft in den Zeitungen gelesen, dass der sture Kurs von Netanyahu sehr wahrscheinlich dann auch Israel stürzen wird, in welcher Art auch immer. Ob es jetzt eine Präsidentschaftswechsel ist, der wird wahrscheinlich sowieso bald kommen. Die Frage ist halt, wie lange sich Bibi noch halten kann, da er ja auch in der Bevölkerung nicht gerade den größten Rückhalt hat. Und die zweite Frage ist ja auch, wie man dann mit den faschistischen Ministern umgeht, wie Ben-Gvir oder auch Smotrich, die öffentlich die Hinrichtung von palästinensischen Flüchtlingen und Gefangenen fordern, um einfach dieses Problem Gaza zu lösen. Und das ist ja keine Lösung, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Das sind Nazi-Methoden. Was soll das bringen? Das ist israelische Innenpolitik. Das wird noch interessant sein, wie sich das entwickelt. Aber Netanyahu wird an der Macht bleiben, solange dieser Krieg andauert, da man innerhalb eines Krieges keine Regierung auswechselt. Deswegen hat er auch ein sehr starkes Interesse daran, diesen Krieg fortzusetzen. Und deswegen hat er auch ein Interesse an anderen Fronten, sei es im Libanon oder sei es mit dem Iran, eine größere Eskalation zu provozieren, da er auch weiß, dass auch in solchen Konflikten die USA am Ende hinter Israel stünden. Israel ist der letzte stabile verbliebene US-Verbündete in der Region. Die USA haben die ganze Region von sich weggestoßen durch Militärinterventionen, durch eine extrem einseitige Außenpolitik. Und die USA können Israel im Fall der Fälle nicht fallen lassen. Deswegen hat Netanyahu auch eine gewisse Bewegungsfreiheit selbst gegenüber den USA. Ja, das muss halt eingebunden werden, ne? Also der kann jetzt nicht machen, was er will, nur weil er israelischer Minister ist. Oder Staatsoberhaupt. Und dementsprechend müsste man sich halt überlegen, wie man zukünftig, wenn das jetzt irgendwann mal zu Ende ist, mit Israel umgeht. Denn sie haben zwar ganz früher die UN-Charta mit ratifiziert, also nicht ratifiziert, sie haben sie mit verhandelt, haben sie aber nicht ratifiziert für sich selbst. Und das ist halt schon mal ein eklatantes Problem. Weil wie kannst du einen Staat schützen oder wie kannst du einen Staat quasi Unterstützung in so einem Fall geben, der selbst die UN-Charta nicht ratifiziert hat und als Recht anerkennt, genauso wenig wie das Weltgericht. Das geht halt nicht. Und wenn du dann zusätzlich durch ein IGH-Rechtsgutachten, was ja jetzt im Juni, Juli gekommen ist, wo dann auch die Besatzung und die Belagerung und die Mauer und alles, was Israel so bisher getan hat, inklusive Siedlungen und auch die letzten Angriffe in Gaza, dass das alles illegal ist, gegen Menschenrechts- und Völkerrecht verstößt, dass die nicht sanktioniert werden, ich kann das nicht nachvollziehen. Wirklich nicht.
Ja, was heißt sanktioniert werden? Auch aus Deutschland nicht. Also wenn die USA, wenn Deutschland, wenn die wichtigsten Verbündeten sagen, explizit sagen würden, hört auf, ansonsten stoppen Geld- und Waffenlieferungen. Also wir reden hier nicht mal über Sanktionen, wir reden nur über einen Entzug von bisheriger Unterstützung. Dann hätte Israel keine groß andere Wahl aufzuhören. Also wie gesagt, man verärgert zwar die Regierung Joe Biden, aber wirkliche Konsequenzen angedroht hat er nicht. Und wenn es bald einen Präsidentschaftswechsel geht, dann ist es auch völlig egal, was die aktuelle US-Regierung denkt. Das ist ja auch nochmal so ein Problem, wenn Donald Trump wiedergewählt wird. Dann wird er auf noch aggressiveren Kurs der bedingungslosen Unterstützung Israels einschwenken, wie er es ja schon in seiner letzten Amtszeit getan hat. Ich meine, Trump ist ja verantwortlich dafür, dass die US-Botschaft nach Jerusalem verlegt wurde und hat damit, man kann sagen, Öl ins Feuer gegossen. Ja, aber das Problem ist, selbst wenn Kamala Harris Präsidentin werden würde, würde sich an Gaza und Israel nichts verändern, weil ihr Ehemann ist Jude, der kommt aus Israel, hat israelische Familie und sie ist auch Supporterin des israelischen Kurses, der aktuell gefahren wird. Das heißt, in den USA zum Beispiel wird sich gar nichts ändern. Das Einzige, wo du Israel packen könntest, wäre an den Finanzen, dass du aufhörst, diese Milliarden jedes Jahr nach Israel zu schicken, um den Iron zu betreiben, um Waffen zu kaufen, um Munition zu kaufen. Und dann brauchst du halt noch 1-2 Jahre und dann ist Israel quasi pleite in Anführungsstrichen. Also sie sind jetzt nicht zahlungsunfähig, aber sie haben dann Schwierigkeiten, diese kostspieligen und teuren Kriege fortzuführen. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Allerdings gibt es halt niemanden, der sowas wirklich durchsetzt. Das ist alles nur eine blanke Theorie, leider. Ja, und deswegen ist Deutschland da auch sehr relevant, weil Deutschland einer der wichtigsten Waffenlieferanten, einer der wichtigsten Geldgeber ist. Deutschland hat 2023 seine Waffenlieferung nach Israel verzehnfacht. Und der Großteil davon nach dem 7. Oktober, also nach diesem aktuellen israelischen Krieg in Gaza, genehmigt. Ja, jetzt wird wieder gesagt, aber das ist ja für die nächsten 10 Jahre, das spielt ja keine Rolle. Sie fangen ja trotzdem jetzt schon an zu liefern. Und es wird auch in den nächsten 10 Jahren Konflikte mit Gaza geben, weil die Hamas da nicht einfach gehen wird. Es gibt ja immer noch keinen Plan, was jetzt am Ende des Tages, wenn der Krieg mal irgendwann gegen die Hamas beendet ist, passiert. Israel möchte jetzt wieder eine komplette militärische Aktivität im Gaza haben, nach dem Krieg, möchten da für Sicherheit sorgen, möchten die Grenzen sichern. Das wird ja dann genauso wie vor 20 Jahren. Also es wird sich für die Bewohner in Gaza nichts ändern. Ja, der Gazastreifen ist komplett zerstört. Also die Wirtschaftsleistung pro Person, die hatte sich ja schon während der Herrschaft der Hamas und der israelischen Blockade etwa halbiert. Jetzt ist der gesamte Gazastreifen kriegszerstört. Also die Situation ist noch viel, sehr viel dramatischer als vor 20 Jahren. Also, und die Hamas, die ist unter Bedingungen israelischer Militärbesatzung entstanden. Man kann es nicht häufig genug sagen. Wer dann glaubt, dass eine weitere israelische Militärbesatzung irgendwie der Hamas die Grundlage entzöge, das hat einfach nichts mit der Realität zu tun. So wird das nicht funktionieren. Das wird diesen Krieg nur anheizen und davon profitieren Hardliner wie Netanyahu, wie Ben-Gvir, wie Smotrich. Die wollen die Eskalation, die wollen einen möglichst lang andauernden Krieg, weil sie so an der Macht bleiben. Das sehe ich auch so. Vor allem, die Fatah war ja gemäßigter, als die Hamas es jetzt aktuell ist. Und die Fatah hat ja erst dafür gesorgt, dass diese politische Situation so ist, wie sie ist. Und hat dafür gesorgt, dass die Menschen, die damals wählen durften und wollten, tatsächlich gesagt haben, wir brauchen jetzt eine Veränderung. Wir müssen zusehen, dass sich diese Belagerung und die Situation mit Israel verändert und haben deswegen die radikale Hamas gewählt. Es ist ja jetzt nicht so, dass die das unbedingt wollten, sondern die wollten die Veränderung forcieren und sind halt ins Verderben gelaufen. Aber es konnte ja vor 20 Jahren keiner wissen, dass sich das so entwickelt. Ja, das Gleiche gilt auch für diese Terrortunnel, die Hamas zum Teil selbst gebaut hat, aber auch zum Teil schon durch Israel übernommen hat, weil in der Zeit, wo die Israelis dort noch gesiedelt haben, gab es auch schon unterirdische Tunnel, die Menschen quasi dann nach Israel gebracht hätten, um sie in Sicherheit zu bringen, falls irgendjemand auf die Idee kommt, diese Kibbuzime in Gaza anzugreifen. Und die Terrortunnel dienten eigentlich, also sie sind jetzt Terrortunnel logischerweise, weil sie dazu dienen, Israel anzugreifen, aber sie waren vorher auch Versorgungstunnel für viele Dinge, die du halt nicht bekommen hast, weil Israel auf der anderen Seite alles zugemacht hat und kontrolliert hat und restriktiv verboten hat, auch heute. Tobias Huch hat in diesem zweiten Teil von dem Simplicissimus-Kritikvideo, was er da gemacht hat, gesagt, dass Güter wie iPhones
Luxuskarren, Luxus-Make-up und Luxuskleidung erlaubt ist, und das stimmt halt nicht. Das ist verboten, das sind keine Nahrungsmittel oder keine Dinge des täglichen Bedarfs. Du darfst einen Mercedes S-Klasse nicht nach Gaza importieren. Das ist Bullshit. Ich weiß nicht, warum man auf solche Geschichten kommt. Und natürlich hat die Hamas die dann über die Tunnel geschmuggelt. Klar, so kommen die auch in den Gazastreifen. Da sagt ja keiner, dass sie nicht da existieren und dass sie nicht da reingebracht werden. Aber sie kommen halt nicht über offizielle Wege da rein. Und das ist der springende Punkt.